Moin Leute und willkommen zu einem neuen Let's Test zu Blocky Quest. Das Spiel, auf das jeder gewartet hat. Wenn es eingeladen hat, danke. Den Screen werde ich wahrscheinlich als Thumbnail nutzen. Falls es ab und zu mal laggen sollte, ich bin nicht schuld. Ich baue das so. Jetzt kann ich so bauen. Und so. Habt ihr nicht gesehen, schneide ich hoffentlich raus. Bumm. So. Hierhin. Hier eins hin und das hierhin. Ich habe einen Plan. Das war nicht der Plan, aber okay. Oha. Das Spiel heißt nicht Blocky Quest, sondern Tetris für arme Kappa. Hier so, dann kann ich das dorthin bauen. Das dorthin. Das dann dorthin. Und das dann so hin. Neuner Quader, ja moin. Das war eine nice Kombi. So. Das könnte ich so platzieren.
Jetzt hört die Kombi auf. Menno. Cool wäre auch noch so ein Spiel, das würde ich mir wünschen an alle Entwickler, wo man so schnell oder so gut wie möglich versuchen muss, ein Brett voll zu kriegen. So ein Brett, was man dann mit Blöcken voll machen muss. Ich hoffe, ich habe es verständlich genug erklärt. Wenn nicht, bitte keine Anzeige. Glaube, das war's. Ich würde es fast sogar schon dabei lassen. Es gibt ein Glücksrad. Ist, glaube ich, ganz okay. Yay. Das will ich mal machen. Und gucken, was ist das? Das war direkt schon dumm. Wie? Das war aber auch unfair mit den Blöcken. Und verpiss dich, du Drecks-Internetseite. Ich will nichts kaufen. Können Sie mir mal kurz sagen, wo ich lang gehen muss, um nach dort und dort zu kommen? Ältere Leute. Nein, ich will nichts kaufen. Finde ich witzig. Das lädt nicht weiter. Gut, dann würde ich sagen, ich beende jetzt schon. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Let's Test oder was auch immer wieder. Ciao.